Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Hilfevideo, wie man am besten Mischrationen anmischt. Ja, ich habe hier natürlich wieder nichts vorbereitet. Wir haben einen Kontostand von 1,5 Millionen, damit ich euch das auch zeigen kann. Wir kaufen ein Stück Land. Damit wir nicht so weit fahren müssen, machen wir das mal auf dem Feld 37. Denn wer noch nicht die einzelnen Fahrzeuge hat, beziehungsweise wissen möchte, wie man Mischfutter anmischt, da gibt es ja auch die Hilfestellung. Eben hatte ich noch gefunden. Vom Giants direkt. Tierfutter. Kann man einmal raufklicken. Sieht man, was man dafür alles braucht. Wir brauchen einen Traktor. Gekauft. Wir brauchen einmal einen Frontlader. Zack. Gekauft. Ein Ballenspieß. Den kaufen wir uns auch. Denn ein Mischfutterwagen, den kaufen wir uns auch noch. Einmal Mineralfutter. Hier jetzt kommen wir jetzt nämlich schon zum Futter. Das beste Mischfutter ist also wirklich zwei Teile Silage, zwei Teile Heu und ein Teil Stroh. Wenn man allerdings kein Stroh hat, kann man Mischfutter auch herstellen durch Heu und Silage. Da kommt es aber auch immer auf die Liter drauf an und auf den Inhalt vom Mischfutterwagen. Denn hat Giants, war ja so schlau und hat hier noch Mineralfutter mit reingepackt, um Mischfutter zu erreichen, braucht man das nicht. Allerdings ist das ein wunderbarer Zusatzstoff für die Kühe, um noch die letzten Proteine in das Futter zu mischen. Und das werden wir auch nehmen. Erstmal bauen wir jetzt unseren Traktor zusammen. Motor an. Koppeln den Frontlader an. Mischfutter. Ja, dann hätte ich den auch in der richtigen Konfiguration kaufen können, ne? Gleich mit Frontladeraufsatz und so. Naja, wer nicht will, der hat schon. Machen wir jetzt. Konfigurieren wir einmal um. Motorleistung gleich auf 140 PS. Zack, kostet ja nichts. So, auf ein neues. Ja, jetzt kann ich ihn aber ankoppeln. Um Mischfutter herzustellen. Ha, ich habe das manuelle Ankoppeln mit drin. Ich bin ein Fuchs. Ja, gut, machen wir. Muss ich Hydraulikschläuche auch noch anschließen. Aber natürlich, wie funktioniert das denn? Abkoppeln? Nee, abkoppeln will ich nicht. Ich will diese schönen Schläuche. Nee, ich will nicht abkoppeln. Egal. Funktioniert der jetzt auch so? Natürlich nicht. Hydraulikschlauch. Hättest du Lust? Halten, um Schläuche anzukoppeln. Haha, da haben wir doch die richtige Test-Taste oben links schon gefunden. Das ist nämlich die Y-Taste. Wer den Mod installiert hat, denkt dran, die Schläuche dran zu machen, sonst funktionieren die Geräte nicht. So, wir halten gedrückt und die Druckschläuche sind alle dran. Jetzt können wir auch den Frontlader bewegen. Schaue und staune. Ja, ja, ja. Gott sei Dank sind am Ballenspieß keine Schläuche dran.
aber an den Mischfutterwagen. Ihr könnt egal welchen Mischfutterwagen verwenden, ob ihr jetzt genau den nimmt. Oder da gibt es hier noch mehr. Ich benutze normalerweise immer den Silo King. Das ist mein Favorit. Den gibt es aber, ihr könnt auch den von Kuhn nehmen. Ihr könnt, ne? Ich habe hier, glaube ich, noch einen Mod drin, auch von Silo King. Mit 45 Kubik, den könnt ihr natürlich auch nehmen. Das ist euch ganz gleich, das ist euch selbst überlassen. Wichtig ist bloß zwei Teile Silage, zwei Teile Heu und ihr habt Mischfutter. Das ist völlig Banane, wie ihr das mischt. Ihr müsst auch keinen Stroh mit reinpacken, nur allerdings nach der Ernte, wenn man zu viel Stroh über hat und das nicht verkaufen möchte, weil Stroh bringt nicht allzu viel an Geld ein. Mischt das einfach unter, verfüttert das an die Kühe und schon habt ihr, finde ich, ein bisschen mehr Geld gewonnen. Wir koppeln den noch nicht an, weil jetzt möchte ich euch die erste Variante zeigen, wie man Mischfutter herstellt. Ganz einfach. Ja, wir machen das alles mit Rundbeinen. Zwei Teile Heu, habe ich gesagt. Hier oben steht auch in der Information drin, sind 9 Kubik. Gekauft. Dann brauchen wir zwei Teile Silage. Nicht erschrecken, sind 7 Kubik, ist egal, kommt Mischfutter raus. Gekauft. So. Dann steigen wir in unseren Trakteur ein. Wenn er denn möchte, fahren wir auch los. Das wäre super, wenn du das machst. Und schmeißen das einmal rein. Einmal die Ballen aufgespießt. Aber wir hätten vielleicht noch ein Gewicht kaufen sollen. Er neigt sich so ein wenig zur Seite weg. Ja, dann haben wir noch mal den Mischfutterwagen. Weil der Mechaniker will auch was zu tun haben. So, einmal reingehalten. Lässt du los, du guter Ballen? Ja, er lässt los. Und nicht erschrecken, die Ballen lösen sich jetzt da drin auf. Sieht nicht so schön aus, aber ist vom Spiel so vorgegeben. Jetzt knallen wir noch die beiden Heuballen mit rein. Die sind auch ein wenig leichter. Wenn ich sie dann richtig angehoben kriege, kriechen. So, lassen wir auch einmal hier ab. Die lösen sich jetzt auf. Yep. Wunderbar, da sind die Ballen verschwunden. Dann koppeln wir einmal den Mischfutterwagen an. Ja, ich weiß, machen wir einmal angekoppelt. Und was haben wir vergessen? Wir brauchen die Druckluftschläuche, ansonsten haben wir nämlich hier keine Chance zu mischen. Zack, ist angeschlossen. Jetzt haben wir hier 16.000 Liter drin. Wir schalten den Wagen an. Und sage und staune, wir haben Mischfutter. 16.000 Liter. Das können wir jetzt an die Kühe verfüttern. Was wir jetzt natürlich noch machen können, was allerdings vor dem Patch keinen Sinn hatte, es gibt auf Palette, das ist Saatgut, Mineralfutter. 1050 Liter kann man reinmachen, muss man aber nicht. Ich lasse es immer weg, weil was ich bis jetzt festgestellt habe, es hat keinen positiven oder negativen Effekt, ob man das reingemischt hat oder nicht. Für mich ist das bloß eine Art, Geld auszugeben. Ich, wie gesagt, ich mache es nicht, weil die Kühe geben dann trotzdem genug Milch. Und wenn man das reingemischt hat, geben sie genauso viel Milch. Ich lasse es weg. Aber dann kann ich euch jetzt nochmal zeigen, wie man Mischfutter, wir nehmen natürlich wieder denselben Mischfutterwagen, mit Stroh anmischt.
Wichtig ist wie immer 2 Teile Silage, 2 Teile Heu und nur ein Teil Stroh. Wenn man Ballen presst, kann man sich das... Oh, die Zapfwelle habe ich jetzt auch angeschlossen. Ach, bin Fuchs. Schläuche ab, einmal abgekuppelt. Wir brauchen also wieder Ballen. Wenn man das lose reinkippt, dann kann man sich den Mischfutterwagen nehmen. Der hat ja 24 Kubik. Das teilt man durch 5, hätte ich beinahe gesagt. Dann hat man 5, nee, doch, man kann es durch 5 teilen. Dann hat man ungefähr 5000 Liter Silage drin, 5000 Liter Heu. Dann hat man Mischfutter, dann hat man 10 Kubik schon mal drin. Wenn man denn noch, ja, eigentlich kann man das, vergisst man meine Rechnung, eigentlich kann man das einfacher rechnen. 10.000 Liter Silage, 10.000 Liter Heu, 4.000 Liter Stroh, ihr Mischfutter. Oder 12.000 Liter Silage, 12.000 Liter Heu und ihr habt auch Mischfutter. Also das ist je nachdem, was ihr gerade auf dem Hof habt. Jetzt wollte ich euch das aber mal zeigen, wie man Mischfutter auch mit Stroh. Wir kaufen 2 Heuballen. Jetzt haben wir 9000 Kubik schon drin. Wir kaufen 2 Silageballen. 9 plus 7 sind für mich 16. 16.000 Kubik. Und jetzt wollen wir natürlich Stroh. Da nehmen wir nicht 2. Sondern einen Ballen. Eben hatten wir 16.000 Kubik plus 5.000 Kubik sind 21. Damit ist der Mischfutterwagen auch fast voll. Dann können wir ja das wunderschöne Mineralfutter nochmal dazu geben, damit ihr das wenigstens auch einmal gesehen habt. Zack. Kaufen wir auch, schmeißen wir auch mit drin. Stroh ist eigentlich in dem Mischfutter ist Stroh eigentlich bloß zum Strecken. Also Strecken bedeutet es in die Länge ziehen gedacht. Meistens poolen das in der realen Landwirtschaft die Kühe auch wieder raus, das Stroh, weil das einfach nicht schmeckt. Da ist die Silage schmackhafter als so ein paar Strohhalme. Also man muss keinen Stroh mit reingeben, man kann auch einfach mit Heu und Silage Mischfutter machen. Da ist es völlig egal, wie viel von welcher Menge. Die Hauptsache ist es ungefähr halb und halb von Silage und Heu. Dann habt ihr ein wunderbares Mischfutter. Ja, der Traktor will langsam nicht mehr. Aber die Ballen müssen da rein. Sonst wird die ganze Aufnahme für die Katz. So, ich bin faul und probiere es mal mit der Gabel. Funktioniert das? Es funktioniert nicht. Das heißt, wir kaufen uns auch noch eine Palettengabel. Schade, hätte ja so einfach sein können. Frontladerwerkzeug, bitte eine Palettengabel. Nehmen wir mit. So, die koppeln wir jetzt einfach einmal ab. Will er nicht, macht er nicht. Okay, warum nicht? Weil ich das falsch ausgewählt habe. Weil ich das... Oh, das geht auch schon so. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Egal. So, dann nehmen wir die Palettengabel hier. Wenn man das Futter jetzt vergleicht von oben... ist hier rechts auch schon Mischfutter drin und links ist auch schon Mischfutter drin. Jetzt geben wir das Mineralgemisch aber noch dazu. Damit die Kühe nicht auf das letzte Müsli, auf die letzten
künstlich hergestellten Inhaltsstoffe verzichten müssen. Ein Biobauer würde das nicht reinschmeißen. So, da werden die einzelnen Säcke abgepackt und der Mischfutterwagen füllt sich. Dann gucken wir das einmal an. Yep, wieder manuell. So, diesmal dürfen wir auch die Zapfwelle nicht vergessen. Einmal bitte dran. Einmal bitte die Schläuche. Und auch bitte die Zapfwelle, wenn du so nett wärst. Zapfwelle ankoppeln. Yay! Zapfwelle ist dran. So, jetzt haben wir 22.050 Liter Mischfutter. Einmal bitte durchrühren. Bombe. Dann bauen wir uns eben einen Kuhstall, damit ihr euch auch wirklich überzeugen könnt. Ja, es ist Mischfutter. So, wir haben ja Feld 37 gekauft. Den knallen wir einfach mal dahin. Den fahren wir mit unserer wunderbaren Mische zu dem Kuhstall. Damit ihr euch auch überzeugen könnt, dass das Mischfutter ist. Und eben hat man auch die Spindel gesehen, die sich bewegt hat, die das ganze Futter durchmischt. Tiermenü? Ne, Tür öffnen. Machen wir mal. Die Tür öffnen wir auch nochmal. Hier ist das Tiermenü. Da kaufen wir uns. Jo, Holsteiner. Zack, auswählen. 45 Stück. Einmal auf die Schnelle. Bitte das Tor öffnen. Da, 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 da. 45 Tiere, Gesundheit 0, Nahrung 0, Milch 0, Stroh 0, Gülle 0. Da knallen wir jetzt nochmal Futter rein. Wenn der Traktor das mitmacht. Jo, er zieht wie ein fleißiges Bienchen. So, wir wollen links abladen. Und dann steht hier auch schon I-Mischration abladen. Das heißt, ne? Hat geklappt. 40% Heu haben wir drin. 31,7% Silage haben wir drin. 22,7% Stroh. Und 4,8% Mineralfutter. Das kippen wir jetzt mal hier aus. Sehen, ja, das war Mischfutter. Hier, Mischration 100%, 12.005 Liter sind angekommen. Perfekt. Mehr wollten wir ja gar nicht. Das war also die Mischration. Dann fahren wir einmal raus. Jetzt kann man auch wunderbar die Spindeln sehen, die das ganze Futter immer durchrühren. Dann stellen wir den Wagen aber einmal ab, damit ihr euch auch überzeugen könnt, dass bei nur Heu und nur Silage auch wirklich Mischfutter rauskommt. Den holen wir jetzt einmal auf die Schnelle. Da fahren wir ein bisschen das Feld kaputt, aber das ist ja ein Testspielstand bei mir. Und den ist auch so schnell doof platziert. So, wir fahren wieder rückwärts ran. Upp, der Mechaniker hat wieder was zu tun. Ich habe wieder was verbogen. So, einmal bitte ankoppeln. Dann die Druckluftschläuche bitte ran. Und die Welle, die Zapfwelle ist auch dran. Wir sehen es nochmal hier. Das kleine Bild mit den Litern. Es ist Mischration aus 56% Heu, 43% Silage. Ihr könnt auch 56% Silage, oder ihr knallt den komplett voll
halb und halb mit Silage und Heu. Ihr hättet hier jetzt auch noch mal eine Palette oder zwei Paletten Mineralfutter reinballern können. Das wäre dann trotzdem Mischration gewesen. So, die Kühe sind schon fleißig am Futtern. Man sehe hier die Mischration überladen starten. Machen wir auch. Kippen das alles hier einmal komplett aus. Und wir gucken in unsere Information. 28.005 Liter Mischration. Also da könnt ihr wirklich reinkippen, was ihr auf dem Hof habt. Wenn ihr zu viel Heu habt, schmeißt ihr ein bisschen mehr Heu rein. Wenn ihr zu viel Silage habt, schmeißt ihr ein bisschen mehr Silage mit in die Mischration. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das hat auch keinen Effekt auf die Milch. Die geben dann trotzdem genauso viel. Das habe ich alles schon ausprobiert. Das ist halt leider alles ein bisschen für die Katz. Nicht so wie in der Realität. Jetzt kippen wir noch ein bisschen Stroh rein. Bei den Kühen. Damit ich euch auch zeigen kann, wie die Tiere Mist produzieren. Weil das ist hier in den neuen LS alles ein bisschen anders. Da müssen wir den Landschaftsbau auf Silo-Erweiterung, also nicht wirklich Silo klicken, sondern ihr müsst auf Silo-Erweiterung. Hier habt ihr einen Misthaufen-Aufbau. Hier gibt es auch einen Güllebehälter-Erweiterung klein. Ihr müsst auf Silo-Erweiterung. Klicken wir den Misthaufen an. Den müsst ihr in der Nähe des Kuhstalls platzieren, ansonsten bekommt ihr kein Mist. Zack, platziert. Denn den Güllebehälter platzieren wir auch hier hinter. Das ist nämlich, ihr könnt jetzt zum Beispiel, kann ich euch auch zeigen, ein bisschen Geld habe ich ja noch. Tiere. Noch bitte einen Stall. Gut, den drehen wir einmal. Drehen, rechte Maustaste gedrückt halten und einmal die Maus bewegen, dann dreht ihr die ganze Schose. Zack, einmal dahinter platzieren, dann könnt ihr noch hier oben an der Seite einplatzieren. Zack, die werden, der ganze Mist von den ganzen drei Stellen wird jetzt hier abgeladen. Automatisch. Die ganze Gülle von den ganzen drei Stellen wird automatisch in dieses Güllebecken gepumpt. So. Da müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Aber um euch das einmal zu zeigen, wir brauchen einen guten Strohballen. Ja, kriege ich da zwei reingedrückt? Ich hoffe ja. Ich probiere es mal einfach aus. Dann brauchen wir ein Einstreugerät. Ein Einstreuer. Jetzt finde ich das auf Anhieb nicht. Ich glaube, das ist bei Tierhaltung drin. Aber sowas von. Dann holen wir uns einmal den großen. Zack. Nehmen wir mit. Dann laden wir einmal die beiden Strohballen ein. Ein Reh. So. Den schmeißen wir einmal rein. Den anderen schmeißen wir auch einmal rein. Nee, anders haben wir es nicht. So, du kommst. Oh, da habe ich wieder Arbeit für den Mechaniker. Den schmeißen wir da auch rein. Da wird im letzten Teil war das so, da wurde immer nur ein Ballen erkannt. Aber keine Angst, den nächsten Ballen nimmt ihr dann auch. So, wir koppeln wieder an. Einmal auf Q. Zapfwelle nicht vergessen auf Y.
Schläuche nicht vergessen. Gedrückt halten. So. So, gib Gas. Stall. Muss man einmal das Tor öffnen. Und beim Stroh ist es hier in den Stellen so ein bisschen verzwickt. Da muss man den richtigen Punkt finden, dass er auch wirklich Stroh abliefert. Meistens muss man sich dafür ein bisschen quer reinstellen und ein bisschen mit dem Rohr spielen, dass er den Punkt auch findet. Also ne, nicht verzweifeln, sondern ein bisschen hin und her fahren. Das Rohr so ein bisschen bewegen. Jetzt ist der Punkt weg. Ne? Das ist, ja, da sollte es eigentlich einen größeren Trigger für geben, bin ich der Meinung. Aber egal. Wir füllen hier ein wenig Stroh rein. Zum Ballen hier mit gleich. Was man auch sehen kann, ist so ein bisschen Mist noch reinkommen. Oh, den zweiten lassen wir aber mal weg. So, aber Motor aus, dann haben wir bei den Kühen im ersten Stall 5000 Liter Stroh drin, 28.000 Liter Mischration und damit die Kühe Milch geben, muss aber die Gesundheit auf, ich glaube, knapp 100% sein. Und die Produktivität muss auch sehr hoch sein, damit die Tiere wirklich Milch geben. Ansonsten habt ihr da so ein bisschen, ne, das, dauert ein wenig. Da müsst ihr ein paar Tage vorspulen, damit es wirklich Milch gibt. Ansonsten habt ihr da nichts gewonnen. Die Reproduktion. Die klappt nur, wenn ihr im Kuhstall wirklich noch Platz habt. Denn stehen da Monate drin oder eine Prozentzahl, wie lange das noch dauert. Da müsst ihr auch ein wenig Geduld haben. Jetzt werden wir aber mal ein wenig vorspulen, damit sich auch das Güllebecken vielleicht ein wenig füllt. Und auch Mist ankommt. Und dann werde ich euch gleich noch zeigen, dass das wirklich funktioniert, wenn man hier ein paar Kuhställe umeinander hat, dass wirklich in diesen einen Punkten Mist abgegeben wird. Hier kann man das schon wunderbar sehen. Kommt von dem Kuhstall Mist an. Das füllt sich hier nach und nach. Und wenn wir jetzt aber den zweiten noch befüllen würden, knallen wir hier auch mal ein paar Tiere rein. Auch, ja, wir haben nicht, nee, so viel Geld haben wir gar nicht mehr. Ja, nur noch 16.000. Das ist ja geil. Na, 9 Kühe, zack. Gekauft. Zack. Dann holen wir einmal Öfen mitspülen. Knallen hier noch ein bisschen Mischration und Stroh rein in den Stall. Dann könnt ihr auch sehen, dass hier im Güllebecken und auf dem Misthaufen auch wirklich was ankommt. Dass man wirklich nur, wenn man das richtig platziert, sich ein wenig Geld sparen kann. Mist, die vorwärts reinfahren müssen. Gut, wir drehen die ganze Schose einmal um. Dann müssen wir jetzt wieder den richtigen Abladepunkt finden. Das ist wieder. Ja, da ist er schon. Einmal bitte rennen damit. Den können wir hier schon bei den 45 Kühen sehen. Die Gesundheit ist schon auf 60% gestiegen. Die Produktivität ist auch auf 60% gestiegen. Und wir haben die erste Milch. Also, es dauert ein bisschen, bis die Gesundheit hoch genug ist. Und es dauert ein bisschen, bis die Produktivität ein wenig gestiegen ist, bevor man Milch bekommt.
Ungefähr 1000 Liter Mischration haben sie schon weggefuttert. Das ist auch in Ordnung. Wer einen großen Hof haben möchte, der muss halt dann noch immer auf Vorrat anlegen. Zapfwelle einmal weg, Schläuche einmal weg und den Einstreuer abgekoppelt. Dann nehmen wir noch einmal den Mischfutterwagen und knallen hier noch ein bisschen Mischration rein. Oh, der war leer. Hier ist noch ein bisschen was drin. Wunderbar. Die möchte ich einmal, also ja, manuell ist ankoppeln. Warum denn auch nicht? Einmal die Schläuche bitte und die Zapfwelle bitte. Ansonsten funktioniert die ganze Chose wieder nicht. So. Denn 10.000 Liter haben wir noch drin. Das ist wunderbar. Wir wollen aber rechts abladen. Und man sieht hier, es ist auch wieder Mischration. Kippen wir einmal hier hin, um die Kühe etwas zu füttern. Das Tolle ist, an den Stellen, egal welchen Stall man sich jetzt kauft, ob es jetzt wirklich der kleine Kuhstall ist mit 45 Kühen, der große Kuhstall mit 80 oder sogar der mit Fütterungsroboter, man braucht kein Wasser nachfüllen. Wasser bekommen sie automatisch aus der Leitung. Das ist das Gute. Und jetzt kann ich nehme mal ein bisschen Kredit auf. Wenn man sich allerdings eine Kuhstallwiese gekauft hat, die gibt es ja natürlich auch. Tiere, Kühe, die gibt es für 75.000. Die platzieren wir auch einmal. Da haben wir verschiedene Trigger. Da fahren wir jetzt einfach einmal hin. Da muss man nämlich ein wenig mehr machen als bei den Kuhstellen, also bei den Hallen. Da haben wir nämlich einmal hier einen Punkt, wo wir die Milch holen können. Hier einen Punkt, wo wir das Futter abgeben müssen. Hier einen Punkt, wo wir zusätzlich Wasser nachfüllen müssen. Ja, ansonsten funktioniert das Ganze nämlich nicht. Bei den Wiesen müssen wir Wasser auffüllen. Hier können wir auch ganz normal übers Tiermenü. Ich kann hier mal wieder noch mal ein paar kaufen. Ach, hier, zack, 15. Mehr gehen da ja nicht rein. Zack. Können wir auch in der Übersicht gucken. Nee, Tiere wollte ich. Da haben wir die 15 Kühe. Da müssen wir, um die Produktivität und die Gesundheit zu steigern, müssen wir Wasser auffüllen. Ganz wichtig, nicht vergessen, funktioniert nicht automatisch. Auch hier können wir Mischration einfach reinschmeißen, dann ist die Effektivität auf 100. Wenn wir nur Heu nehmen, ist die Effektivität 80%, bei Gras nur bei 40, das heißt, sie geben auch weniger Milch. Auch hier müssen wir darauf achten, dass wir die Gesundheit und die Produktivität ein bisschen gesteigert haben, bevor es die erste Milch gibt. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Genau. Aber so was von. Also wenn ich dir das nicht erzähle, Kuh, dann erzählt mir das keiner. So, jetzt können wir hier auch feststellen, hier haben wir 2249 Liter Mist drin. Spulen wir mal ein wenig vor. Und wir auch wirklich testen können, dass von beiden Kuhstellen Gülle und Mist hier reinkommt. Jetzt sind schon 2624 Liter. 2,9, also fast 3. Und wir gucken wieder in unsere Liste. Stroh ist verbraucht worden. Die erste Milch haben wir auch schon. Das landet alles hier. Gülle
Ist auch von der Bar. Gülle müssten wir auch schon haben. Nee, das ist noch die Mistanzeige. Aber Gülle können wir hier gucken. Haben wir 468 Liter drin. Bei den Großen haben wir schon 5625 Liter drin. Also die füllt sich und das... Oh, jetzt ist dunkel. Das wollte ich aber nicht haben. Egal, die Gülle füllt sich alles hier rein. Von beiden Stellen. Wenn wir den Stall jetzt auch noch befüllen würden, wird die Gülle auch noch hier reinlaufen. Der Radius ist 50 oder 100 Meter. Danach muss man einen neuen platzieren. Also wenn man hier 4-6 Ställe um die beiden Haufen platzieren würde, dann würde das alles hier landen. So. Die ersten Kühe, also die ersten Babykühe, oh, Kreditzinsen. Entschuldigung. Die ersten Babykühe gibt es aber erst, hier sehen wir das, Reproduktionsrate, 10%. Die ersten Babykühe gibt es erst nach, ich glaube, 22 oder 26 Monaten, so ungefähr. Also sie werden erst trächtig, wenn sie eine gewisse Zeit haben und auch immer fleißig Futter und alles bekommen haben. Dann gibt es erst Kälbchen. So, jetzt haben wir natürlich hier auch schon ein paar Liter Gülle drin. Und ein paar Liter Mist. Wie man allerdings den Mist und die Gülle zum Düngen nehmen kann, das zeige ich euch in einem weiteren Hilfevideo. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit den Kühen. Wie man Mischrationen anmischt, die Kühe auch füttert. Jetzt haben wir schon 12.000 Liter Gülle zum Beispiel und auch relativ viel Mist. Das zeige ich euch, wie gesagt, in einem nächsten Video, was man mit dem Mist und der Gülle machen kann. Nein, man kann es nämlich nicht nur aufs Feld schmeißen. Man kann die Gülle auch wunderbar zur Biogasanlage bringen und verkaufen. Aber das gibt es beim nächsten Mal in einem neuen Hilfevideo von mir auf meinem wunderschönen kleinen Mini-Kanal. So, jetzt haben wir schon 5.765 Liter Milch bei 45 Kühen. Das lohnt sich schon. Der Eurobetrag steigert sich natürlich auch, umso älter die Kühe werden. Da der LS ja jugendfrei ist und auch an jeden verkauft werden soll und kann, und eine FSK 0 hat, das heißt, man könnte selbst ein einmonatiges Baby dahinsetzen, wird zwar nicht funktionieren, könnte man aber, hier stirbt kein Tier, hier wird auch kein Tier irgendwo, ne, verarbeitet, von daher gehe ich mal davon aus, dass die Kühe wirklich bis zu 200 Jahre alt werden können und immer noch nicht sterben. Beziehungsweise meine zweite Theorie ist, dass die Kühe vielleicht irgendwann verschwinden können. Das weiß ich nicht, soweit bin ich aber noch nicht. Falls ihr da mehr Infos habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Falls die doch einfach mal verschwinden sollten. Gut, dann soll das von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, zum nächsten Hilfevideo. Wenn es denn darum geht, euch ein paar Tipps und auf die Sprünge zu helfen. Ich bedanke mich bei euch. Bis dahin. Tschüss. Ja, jetzt muss ich das nur noch ausmachen.